herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialschwerterrunde und wir sind natürlich wieder vor Ort. Vor Ort für Sie und, ganz wichtig, für Ihre Kinder. Denn der Berufs- und Karrieretag steht an und US2, Unternehmen Starkes Schwerte, im Übrigen gibt es ja da auch den jetzt mittlerweile sehr bekannten Podcast, präsentiert heute den sogenannten Elternabend hier in der Rohrmeisterei, eine Industriekultur. Heute können sich die Eltern informieren über das, was ihre Kinder nach dem Schulabschluss dann vielleicht als Beruf aufgreifen können. 100 verschiedene Berufe gibt es, die man erlernen kann. Und wir wollen heute mal feststellen, ist es unbedingt wichtig, ein Studium zu haben oder reicht nicht vielleicht auch einfach eine gute Ausbildung im Handwerk? Und da würden wir Sie gerne heute mal mitnehmen. Kommen Sie mal mit hinein in die Halle 3 der Rohrmeisterei. Ja, Dominik Schretzenmeier ist bei uns, einer der beiden Söhne aus dem Hause Kältetechnik Schretzenmeier. Timo ist sein Bruder, auch ebenfalls mit im Unternehmen. Und Sie wissen ja, die Schwerterrunde wird möglich gemacht eben durch das Unternehmen der Familie Schretzenmeier. Dominik, warum ist es wichtig, Berufs- und Karrieretag sowas zu machen, was heute hier in der Rohrmeisterei stattfindet? Habt ihr auch Nöte, was den Nachwuchs angeht? Und wenn ja, in welchem Bereich? Also der Fachkräftemangel ist auch im Handwerk präsent, also auch bei uns im Kältebereich, aber auch Heizung, Wärmepumpentechnik, es ist ja in aller Munde. Und ich glaube, es ist umso wichtiger, hier gerade in Schwerte präsent zu sein und auch nah bei den Schülern zu sein und den Beruf einfach mal zu zeigen und vorzustellen. Ich glaube, wenn man nicht weiß, gerade Kältetechnik ist ein Beruf, der ist sehr exquisit, nenne ich es mal, den kennt nicht jeder. Ich glaube, umso interessanter, dass man da mal drüber spricht, Praktika anbietet und dafür ist so ein Tag perfekt. Bei uns ist Niklas Heidemann, ein, das darf ich ruhig sagen, ehemaliger Profifußballer, der jetzt aber Fuß gefasst hat im Handwerk, nämlich im Handwerk des Familienbetriebs Heidemann. Niklas, bei euch auch, sucht ihr aktuell noch Auszubildende oder auch Gesellen, Meister, wie auch immer, dann hast du jetzt die Chance, am Berufs- und Karrieretag zu werben. Ja, definitiv, deswegen sind wir hier. Wir werben für neue Auszubildende, aber auch natürlich Fachkräftemangel. Wir haben in allen Bereichen Nachholbedarf, wir können überall auffüllen. Deswegen sind wir hier, weil wir denken, den Fachkräftemangel können wir nur aus dem Inneren heraus lösen, indem wir halt gut ausbilden, die Leute übernehmen und dann halt lange an uns binden. Bei uns ist Herr Benke von der WBG Blechverarbeitung. Die Firma sitzt in Schwerte, ich glaube Gewerbegebiet heißt Nattland. Und auch er möchte werben für Ausbildungsplätze, für Gesellen, einfach für Mitarbeiter. Wie sieht es denn bei Ihnen im Unternehmen aus, Herr Benke? Was wird gesucht? Also wir suchen eigentlich für jedes Jahr immer einen Auszubildenden und haben die letzten Jahre allerdings Glück gehabt, dass wir immer einen bekommen haben. Und unser eigener Stamm besteht hauptsächlich aus Auszubildenden, die wir selber ausgebildet haben. Und trotz alledem sind wir immer auf der Suche auch nach Gesellen und in der Hoffnung aber, dass man sie selber ausbilden kann, machen wir schon seit Anfang an hier bei der Ausbildungsbörse mit, seitdem es das hier gibt. Frau Rosenbaum ist aber heute hier bei dem Berufs- und Karrieretag, um zu werben für den Pflegeberuf. Wie sieht es denn bei Ihnen im Krankenhaus aktuell aus? Wie viele Stellen sind denn frei? Können sich die Menschen bewerben?
Ja, genau. Bewerbungen gehen immer ein. Also wir bilden 4-mal im Jahr aus, bis zu 10 Auszubildende. Und da sind eigentlich immer Plätze frei, beziehungsweise können immer Bewerbungen eingehen. Wir sind da sehr offen und freuen uns über jede Bewerbung. Genau. Wenn man diesen Beruf ergreift im Pflegeberuf, ist das auch mit Schichtdienst verbunden? Genau, also der Schichtdienst gehört dazu. Das sind jetzt in der Ausbildung hauptsächlich Früh- und Spätdienste. Natürlich Wochenende und auch Feiertage, das gehört dazu. Dafür hat man aber auch kürzere Schichten. Das heißt, man hat meistens um 1:30 nach dem Frühdienst Feierabend, hat noch den ganzen Nachmittag für sich. Genauso wie wenn man Spätdienst hat, fängt man um 1 Uhr an, hat man noch vormittags was zu tun. Man kann viel erledigen. Also das hat halt schon Vor- und Nachteile. Und wenn man am Wochenende arbeitet, kriegt man natürlich dafür dann auch in der Woche frei. Bei uns ist jetzt Frau Holtbert und Frau Holtbert hat uns gleich 2 Auszubildende mitgebracht aus unterschiedlichen Bereichen und alle 3 gehören sie zu Naust Huneke Steuergesellschaftsbüro und Partner, das dürfen wir nicht vergessen zu sagen, und sie haben heute sich entschieden zu werben, jetzt heute auch beim Berufs- und Karrieretag eben für eine Ausbildung. Man muss nicht zwingend ein Studium haben, um im Steuergeschäft zu arbeiten, ist das so? Genau, das ist richtig und also das ist sehr vielfältig. Man kann eine Ausbildung machen, man kann später studieren, man kann ein duales Studium bei uns machen und eigentlich die Ausbildungsmöglichkeiten sind sehr, sehr groß. Also Steuerberater, Steuerfachwirt und so weiter. Denken Sie schon jetzt an die Zukunft und machen Sie sich unabhängig von fossilen Energiequellen. Mit einer modernen Wärmepumpe und Photovoltaik. Effizient, unabhängig und zukunftsweisend. Schrezenmeier Kältetechnik. Ein Elterninformationsabend, der Ihnen, liebe Eltern, einen Einblick in die mögliche Berufswelt Ihrer Kinder geben soll. 100 Berufe stehen zur Verfügung, die Ihre Kinder ergreifen können. Ja, bei uns sind jetzt Schülerinnen und Schüler und im Hintergrund stehen noch sehr viel mehr von der TFG. Wofür steht dieses Kürzel? Theodor Fleitmann Gesamtschule. Und ihr habt euch entschieden, heute hier ein tolles Rollenspiel zu zeigen und vielleicht sagst du mir erstmal eben deinen Namen. Also ich bin Finja und ich bin auch an der Theodor Fleitmann Gesamtschule. Und du bist der? Abdullah. Abdullah. Und welches Rollenspiel werden wir von euch sehen heute? Wie sie versuchen, die Leute zeigen, dass es gibt auch viele Berufe zu mehrere Ausbildungsrichtungen. Vielleicht können wir mit diesem Auftritt halt die Leute helfen, dass wir haben jetzt 3 Rollenspiele, der Pfleger, Dachdecker und Polizist. Okay. Und wir hoffen dadurch, dass die Leute vielleicht mehr interessiert an Ausbildung sind. Ja, Pflege ist ja eine ganz wichtige Sache, die hört ihr ja wahrscheinlich auch, wenn ihr soziale Medien schaut, so ist das ja heute in der Young Generation, was da los ist. Corona hat uns ja gezeigt, wie wichtig das sein kann. Dieses Rollenspiel, wer hat das mit euch erarbeitet, der Lehrer oder war das komplett alles eure Idee? Also ich und Emily haben das Skript zusammen geschrieben und das hat dann halt unser Literaturlehrer nochmal überarbeitet und so haben wir das halt dann doch alle zusammen erarbeitet, dieses Skript. So, guten Morgen. Ich heiße den Eltern und den Schülern herzlich willkommen an unserem Berufsorientierungstag. Und wie ihr wisst, sind heute eure Eltern da. Vielen Dank nochmal. Die stellen kurz etwas über ihre Berufe vor und im Anschluss könnt ihr einfach Fragen stellen. Dann würden wir bitte starten. Also gerne. Ich bin der Vater von Jonas. Ich arbeite als Angestellter im Krankenhaus. Meine Hauptaufgabe ist, mich um die Patienten zu kümmern. So, hallo. Wie ihr bereits durch Angelina wisst, arbeite ich bei der Polizei. Genauer gesagt bin ich im Streifendienst tätig und wir werden eigentlich überall eingesetzt. Haben Sie da auch eine Knarre dabei und schießen die ganze Zeit auf Menschen und Mülltonnen? Guten Morgen, ich bin Herr Müller, der Vater von Regina.
wie ihr wohl schon gemerkt habt, bin ich Dachdecker und dann erzähle ich euch mal ein bisschen über meinen Beruf. Wir stellen hauptsächlich Holzkonstruktionen für Dächer her, die wir dann mit Dachwerkstoffen wie Ziegeln, Schindeln und ähnlichem decken. Wir dichten auch Balkone und Terrassen ab, aber in der letzten Zeit installiere ich hauptsächlich Photovoltaikanlagen und Solarthermen. Habt ihr noch Fragen? Wir haben auch Ihre Kinder schon mal erzählt, dass Sie uns kennengelernt haben. Eine Frage, die sicherlich am 19. Oktober, an dem anstehenden Berufs- und Karrieretag in Schwerte im Raum steht, wird die Frage sein: Was will ich werden? Ja, Britta ist bei uns, eine Mutter, die sich heute beim Elterninformationsabend in der Rohrmeisterei über welche Berufe informieren möchte. Also hauptsächlich Handwerk, weil meine Tochter sich überlegt hat, sie möchte gerne in den handwerklichen Bereich. Und in welchem Bereich? Tischler. Ein sehr schöner Beruf, mit Holz zu arbeiten, ist immer sehr interessant. Gibt es noch ein zweites Kind, was auch schon auf dem Weg ist in Richtung Berufswahl? Nein, das dauert noch ein bisschen, der ist noch in der Grundschule. Und der Elterninformationsabend bis jetzt, wie hat er Ihnen gefallen? Sagen Sie, ich kann mir da was mitnehmen oder mir fehlt hier heute Abend der Tischler? Nein, das war jetzt nicht schlimm. Ich bin am Stand vom Handwerk gewesen und die Dame hat mich schon mal ein bisschen darüber informiert, wo ich mich noch weiter informieren kann, und mir Flyer dazu gegeben und das war schon ganz gut. In der Ausbildung, ne, was mache ich? Eigentlich fange ich am 1. August an, aber ich kann eigentlich zu jeder Zeit eine Ausbildung beginnen, wenn mein Betrieb mich einstellt. Na, die Möglichkeit habe ich. Wir sehen uns am 19. Oktober im Baubetriebshof. Kommen Sie mit Ihren Kindern. Ab 14 Uhr ist für die Öffentlichkeit geöffnet, auch zum ersten Mal. Da können auch die aus Dortmund, aus Hagen, aus München alle kommen und schauen. Wir würden uns sehr freuen. Ich wünsche einen schönen Abend. Dankeschön. Das war der Elterninformationsabend aus der Rohrmeisterei. Und nicht vergessen, am 19.10. geht es bereits weiter auf dem Gelände des städtischen Baubetriebshofes an der Schützenstraße. Kommen Sie dort bitte vorbei, bringen Sie Ihre Kinder mit, denn dort sind mehr als 50 Ausbildungsstände und werben dort für die jeweiligen Berufe.